So klingt ein gesunder Laptop. Nicht, wobei gerade geht sogar. Hi. Ja, und damit herzlich willkommen mal wieder hier aus meinem heimischen Bett. Ja, alles wie immer real. Ne? Ihr kennt die Sache, ihr kennt die Geschichte. Hier ist mein reales Kissen. Ich habe hier sogar ein tolles BSG Chemie Leipzig Kissen. Ist das nicht der Wahnsinn? Ich hoffe, ich trigger jetzt hier nicht irgendwelche Fans von RB oder von Lok oder von was weiß ich. Keine Ahnung wem. Ja, egal. Herzlich willkommen mal wieder zurück zu einem Bad-Vlog, der jetzt einen komplett weirden Anfang hatte. Geht gut los, sag ich mal. Soll es hier kein langer Bad-Vlog werden, soll es kein Bad-Vlog werden, in dem ich irgendwie euch von allen Projekten den Stand der Dinge erzähle. Das werde ich am Schluss mal kurz machen, aber in erster Linie wollte ich einfach mal wieder Hi sagen. Hi, an der Stelle mal wieder zu einem Bad-Vlog. Es ist lange her, dass der letzte Bad-Vlog oder das letzte Infovideo allgemein rauskam. Ich kann gerade gar nicht sagen, wann das war, aber ich glaube, es ist schon Monate her, also wirklich Monate her. Über ein halbes Jahr bestimmt, vermute ich mal. Soll natürlich so nicht sein, aber irgendwie, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich nicht dazu kam, so die Zeit wäre bestimmt da gewesen, aber irgendwie kam ich von der Inspiration her nicht dazu, mal wieder einen Bad-Vlog zu drehen oder halt ein anderes Infovideo in der Art. Naja, also was gibt's zu erzählen, Leute? Als allererstes Mal bin ich... wie der Kanal läuft, irgendwo zufrieden, irgendwo so ein bisschen unzufrieden. Also was natürlich die Resonanz angeht und die Aufrufe, gerade was Radsportprojekte angeht, aber auch die anderen Projekte, bin ich natürlich sehr, sehr zufrieden. Auch, ja, es scheint euch ja alles zu gefallen, so was momentan läuft und das meiste zumindest. Jedes Projekt hat so momentan seine Zuschauer, die da gerne mit dabei sind. Ich kriege immer wieder Kommentare zu allen möglichen Videos. Also das muss ich sagen, das ist so das, wo ich sage, yo, da läuft der Kanal wirklich extrem gut. Jetzt so in der Geschichte, mein Kanal gibt es seit dem 30. Dezember 2012. Er wird also bald 7 Jahre alt. Und wenn man sich diese Zeitspanne so ansieht, seitdem, so gut wie jetzt, lief der Kanal, glaube ich, noch nie. Also, dass da wirklich so viele Kommentare reinkommen. Also, Kommentare kommen wirklich krass viele rein. Sobald ich mal 2-3 Tage nicht reinschaue, muss ich echt mir 10-20 Minuten Zeit nehmen, um Kommentare zu lesen. Das ist eine Sache, die war früher undenkbar. Früher, keine Ahnung, ey, da konnte ich eine Woche, konnte ich wirklich mal einmal in der Woche in die Kommentare schauen. Ah, 2-3 neue, okay, beantworte ich kurz, gut ist. Mittlerweile ist das so, so viel mehr. Vor allen Dingen durch PCM, aber nicht nur. Also auch bei den anderen Projekten kommen da immer wieder Kommentare rein. Teilweise auch bei älteren Videos, was ich sehr, sehr cool finde. Weil irgendwie ältere Videos gerne mal nicht mehr geguckt werden, weil sie alt sind. Die kommen dann natürlich nicht in die Abo-Box und dann denkt irgendwie keiner dran, yo, ich schau die mal. Es gibt tatsächlich auch einige Leute, ich krieg da immer wieder mal Kommentare, die die ganzen alten Pro Cycling Manager Videos anschauen, also die bei, jetzt gerade bei PCM 16 oder 17 sind und gerade die unendliche Karriere von Austria Cars nachholen. Finde ich mega geil. Also das ist so eine Sache, die freut mich wirklich extrem. Was mich halt auf der anderen Seite so ein bisschen, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass mich nicht freut, aber so ein paar Dinge gibt es dann doch, die mich so ein bisschen stören, sage ich mal. Das ist zum einen mein Laptop. Ich weiß nicht, ob ich dieses Intro jetzt gerade reingeschnitten habe, aber ihr habt es sicherlich auch schon in Let's Plays mitbekommen. Ja, ich habe einen Laptop, über den läuft im Prinzip der komplette YouTube-Channel und das schon seit 2014. Den habe ich mir im April, Ende April 2014 geholt, also der ist schon 5 Jahre alt. Und seitdem läuft alles, was ihr hier auf diesem YouTube-Kanal gesehen habt, über diesen Laptop.
Ich weiß nicht, ob ich mal ein Video ohne den Laptop gemacht habe, auf irgendeine andere Art und Weise seitdem. Ich weiß es nicht, kann natürlich sein, aber wenn, dann war es die Ausnahme. Also das meiste lief über diesen Laptop. Ja. Und der ist jetzt so langsam ein bisschen out of order. Also er funktioniert, er macht immer noch das, was er soll. Aber ihr merkt es ja auch so, ne? Spiele auf hohen Auflösungen spielen, funktioniert irgendwie nicht mehr so gut. Allgemein ist er langsamer geworden. Alles Mögliche ruckelt gerne mal. Auch so unerklärlich so. Manchmal kann ich 6 Videos am Stück aufnehmen, nichts passiert. Ganz gutes Beispiel ist die Minecraft-Aufnahme mit Lea Laux vor einigen Monaten. Da habe ich, glaube ich, 3 Stunden am Stück mit ihr aufgenommen oder irgendwie knapp 3 Stunden. Und es lief wunderbar, ja. Es lief alles wunderbar. Sie konnte über Skype mit zuschauen, etc. pp. Alles war super. Und dann gibt es Aufnahmen, da nehme ich nur eine PCM-Folge auf und muss 12-mal die Aufnahme unterbrechen, weil es einfach irgendwie anfängt zu ruckeln wie die Sau. Und das ist einfach so eine Hardware-Aspekt-Geschichte, wo ich sagen muss, ja, das möchte ich ganz gerne in den nächsten Monaten irgendwie abgeschafft wissen. Zum anderen, ich habe es ja hier und da mal so ein bisschen erwähnt, befinde ich mich momentan in der Ausbildung. Es geht jetzt gerade ins letzte Lehrjahr rein. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein bisschen anspruchsvoller, was die schulischen Sachen angeht. Vielleicht auch, was die Arbeitssachen angeht. Das wird sich zeigen. Also insofern kann es passieren, und ich denke, es wird auch passieren, dass dieser strikte Upload-Plan, den ich momentan habe, dass der so ein bisschen aufgeweicht wird. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, fände ich auch ganz gut. Der Upload-Plan, so wie er jetzt ist, ist an sich ganz geil, und ich glaube, auch ihr als Zuschauer findet das besser so. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, für euch ist es ganz gut so. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnern kann. Ich meine, ich habe den Upload-Plan jetzt echt schon lange. Bevor ich diesen Upload-Plan, so wie er jetzt ist, hatte, war es immer so, dass ich halt irgendwas aufgenommen habe, worauf ich Bock hatte. Und dann kamen die Folgen so peu à peu raus. Und dann habe ich halt nicht weiter aufgenommen. War so ein bisschen, wie soll man sagen, wie so eine Karaffe mit Limo. Ja. Und da habe ich dann die Limo zusammengemixt, habe das in die Karaffe gemacht und habe dann hier ein Glas eingefüllt, hier ein Glas eingefüllt, hier ein Glas eingefüllt, bis die Karaffe leer war. Und dann habe ich halt geguckt, weil ich wieder Bock hatte, Limo zu machen. So als Metapher jetzt mal gesagt. Und genauso war es mit meinem Kanal so. Ich habe hier mal ein Video gemacht, da mal ein Video gemacht. Und wenn ich halt dann mal irgendwie 2 Wochen keinen Bock hatte aufzunehmen, habe ich halt nicht aufgenommen. Ich glaube, für euch als Zuschauer ist es natürlich angenehmer, wenn ich das so beibehalten würde, dass wir halt einen strikten Upload-Plan haben, dass an dem Tag das kommt und so weiter und so fort. Ihr das auch alles einsehen könnt über die Tabelle, wobei ich das auch nach wie vor so lassen würde, weil ich das ganz cool finde, auch für meine eigene Planung. Und ihr habt dann halt die volle Transparenz. Also theoretisch, wenn ihr in diese Upload-Plan-Tabelle reinguckt, theoretisch kann es sogar passieren, dass ihr da gerade reinguckt, während ich da was ändere. Also das seht ihr dann sogar in Echtzeit. Das ist mega cool bei diesen Google-Tabellen. Ansonsten möchte ich aber sagen, dass ich auf lange Sicht vielleicht wieder zurückkehren möchte, was dieses spontane Ding angeht. So dieses, ja, jetzt habe ich Bock, PCM aufzunehmen, jetzt nehme ich PCM auf. Dann kommen PCM-Folgen und wenn ich halt mal eine Woche keine Zeit habe oder vielleicht auch einfach keine Lust habe, dann kommen halt keine Folgen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob das irgendwie doof wäre oder keine Ahnung was, aber ich glaube, ich werde dazu wieder zurückkehren so ein bisschen. Natürlich versuche ich das Ganze irgendwo aufrechtzuerhalten und die Videos auch nach wie vor so online kommen zu lassen, wie es jetzt momentan ist. Aber es ist momentan alles so ein bisschen festgefahren. Ich weiß, da bin ich auch selbst schuld, weil so Projekte wie Zelda, wie FIFA, die dauern halt lang. Und wenn man die dann nur einmal in der Woche bringt, ist es klar, dass das ewig dauert. Ja. Aber das wollte ich nur mal gesagt haben. Also ich würde ganz gerne wieder so ein bisschen mehr Spontanität reinbringen.
Dann würde ich gerne auf lange Sicht gesehen den Laptop ersetzen. Und das am besten, bevor er kaputt geht, also bevor er irgendwann gar nicht mehr angeht oder so. Und mir da einen PC kaufen. Es muss nichts ultra krasses sein, womit man irgendwie das neue Battlefield auf Ultra HDK, was weiß ich was, aufnehmen kann. Muss gar nicht sein, es muss einfach nur was sein, womit ich arbeiten kann. So, und wenn da Minecraft und PCM auf guten Grafikeinstellungen laufen, dann bin ich komplett zufrieden. Ne? Also, ihr wisst ja, ich bin da jetzt niemand, der die großen Ansprüche hat. Wenn ich irgendwie Spiele mit geiler Grafik holen will, dann gibt es immer noch Konsolen. Dann kann ich mir ARC für Nintendo Switch holen. Ja, dann habe ich geile Grafik. Dann Spaß. Mann, ey. Dieses Nintendo Switch-Bashing, das ist bei mir auch mittlerweile irgendwie ein Hobby geworden. Ich weiß auch nicht. Naja, also das soll nur mal ein ganz kurzer Wasserstand sein, hier von meiner Seite aus. Mir macht das Play nach wie vor ultra Spaß. Gerade auch momentan, also jetzt gehe ich dann doch ein bisschen auf die Projekte ein. Momentan läuft ja das Let's Watch zu älter 2019. Das finde ich ganz cool. Ja, ist immer interessant, so ein Let's Watch zu machen. Wir hatten ja jetzt vor kurzem erst die Tour de France. Und genau, das mag ich ganz gerne. Wenn das vorbei ist, ist ja bald der Fall. Dann geht es wieder regulär weiter mit Pro Cycling Manager 2018, mit dem Team Austria Cars, mit unserer tollen, tollen Karriere. Da geht es dann so richtig heiß her mit den ganzen, mit den ersten großen Rennen, mit den Saisonzielen und so weiter und so fort. Dann haben wir natürlich noch den BS Cyclist Modus mit Iban Mayo. Auch da soll es weitergehen, gar kein Ding. Genau, und dann halt diese anderen Projekte, die so wöchentlich rauskommen, ne? Minecraft, Zelda, FIFA, dies, das, geht auch weiter. Und dann haben wir noch diese Spontano-Sachen wie Let's Quiz und sowas. Da gab es jetzt in letzter Zeit nicht so viel, aber das wird auch wieder kommen. Wenn ihr irgendwelche Quizzes erstellen wollt, dann geht gerne auf testedich.de oder teste-dich.de, glaube ich, heißt die Seite. Dort könnt ihr kostenlos ohne Anmeldung ein Quiz erstellen. Könnt mir das schicken und ich werde mich dann eurem Quiz stellen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Quizzes offen habe. Keine Ahnung. Speedrun könnte ich auch mal wieder machen von Mario 64. Ja, das sind alles so Dinge. Aber die Zeit ist halt ein begrenztes Gut. Momentan habe ich auch Berufsschule. Das ist zwar irgendwo ganz schön, weil ich ein bisschen früher nach Hause komme, als wenn ich auf der Arbeit bin. Auf der anderen Seite ist es auch wieder ein bisschen stressig, weil wenn ich auf der Arbeit bin und nach Hause komme, dann habe ich halt Ruhe und kann im Prinzip machen, was ich will. Wenn ich aber von der Schule heimkomme, dann gibt es Hausaufgaben oder man muss auch für Arbeiten lernen oder so. Ihr wisst ja, wie Schule ist. Brauche ich euch ja nicht erklären. Von daher ist das irgendwo auch sehr anstrengend. Und ja, das wollte ich an dieser Stelle nur alles mal loswerden. Und natürlich, es überwiegt das Positive. Das muss ich einfach mal so sagen. Es überwiegt das Positive, wie es momentan auf dem Kanal läuft, wie viele neue Leute den Weg auf den Kanal gefunden haben, wie viele Kommentare reinkommen, wie viele Leute sich den Kram anschauen. Und halt auch wieder, wie halt nicht nur PCM. Ich meine, klar, PCM sind die Projekte, wo am meisten Leute zuschauen, aber wie auch die anderen Projekte langsam so ein bisschen ihre Resonanz kriegen. Bei Minecraft, bei FIFA, sogar bei FIFA. Ich meine, das Spiel ist uralt. Trotzdem gucken da Leute zu. Also, das finde ich. Also, ja. Ich kann einfach nur sagen, dass ich das sehr, sehr schätze. Ja. Und halt auch so momentan der Kontakt zu anderen Kollegen, sei es jetzt der Hanyan Plays, mit dem ich ganz regelmäßig Kontakt habe, sei es der Manu P., mit dem ich regelmäßig Kontakt habe. Super nette Kollegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch die ganzen Veteranen. Ich war letztens mal wieder beim TS-Stammtischtreffen von unseren ganzen Let's Play-Veteranen da. Slinferno, Lieblingssub Konrad, Klurex, Storm, die ganzen alten Leute, die früher auch sehr oft auf dem Kanal hier dabei waren. Das war sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr viel Spaß gehabt mit den Jungs. Grüße gehen raus, falls ihr das hier seht. Habe ich auch schon wieder Bock drauf. Also, ich hoffe, ich kann da jetzt demnächst mal öfter mit dabei sein bei unserem Stammtischtreffen. Das wäre schön. Aber gut, ja, so viel auf jeden Fall dazu. Ansonsten, community-technisch, müssen wir wieder ein bisschen mehr machen. Ich weiß,
So, ich hatte ja früher immer mal wieder Ideen irgendwie mit TS-Abenden oder so einem Kram. Da ist ja nicht wirklich was bei rumgekommen. Aber das muss ich wahrscheinlich auch alles jetzt erstmal einspielen, ne? Also jetzt ist erstmal natürlich am wichtigsten, die Ausbildung fähig zu machen, gut fähig zu machen. Und danach wird man sehen, wohin die Richtung geht und wie es weitergeht. Soweit es mir möglich ist, möchte ich natürlich diesen Kanal weiterhin betreiben. Es ist mir ein Fest, sage ich ganz ehrlich. Es macht ultra viel Spaß. Die ganzen Spiele, die momentan laufen, machen mir mega Spaß. Und ich freue mich auch schon auf weitere Projekte, die so in der Zukunft dann noch entstehen. Momentan bin ich ein bisschen festgefahren wegen PCM. Das nimmt mich so ein bisschen ein. Aber sobald das B-Cycles-Ding weg ist, dann werde ich das Austrailcars-Projekt so ein bisschen nebenher laufen lassen. Und dann, glaube ich, haben wir auch wieder mehr Zeit, uns primär mit anderen Spielen zu beschäftigen. Vielleicht noch dieses Jahr, spätestens dann aber 2020, möchte ich dann wieder anfangen, ein paar andere Projekte zu machen. Das wäre schon ganz schön. Ja, das soll es gewesen sein von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch hier gefällt, was euch nicht gefällt, wie es euch allgemein so geht, worauf ihr euch momentan so freut, was Schönes im Leben, was vielleicht auch nicht so Schönes im Leben. Schreibt mir einfach mal alles in die Kommentare. Ich lese eure Kommentare natürlich alle. Ich versuche auch auf alle zu antworten, soweit ich halt irgendwas Gutes dazu beizutragen habe. Manchmal gibt es ja auch Kommentare, zu denen kann ich halt einfach nichts sagen oder gibt es halt einfach nichts zu sagen. Und dann versuche ich es halt auch zu lassen, weil irgendwie kommentieren nur um zu kommentieren ist halt auch doof, ne? Naja. Ja, da. Das soll es gewesen sein von meiner Stelle. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch allen für die Aufmerksamkeit. Und ja, das war jetzt, wie gesagt, nur mal so ein kleiner Zwischenstand. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Ciao.